Es ist soweit. Der Querdenker-Tag in Zürich geht in seine dritte Runde. Jedoch nicht ohne auf das letzte Spektakel zurückzublicken. Ja, wir sind ja beim zweiten Schweizer Querdenker-Tag und wie Sie sehen, keiner da. Nee, Quatsch. Sind alle drüben bei den Ausstellern. Die testen gerade die neuen Produkte, die vorgestellt wurden. Wir hatten morgen schon ganz spannende Referenten. Und im Moment sind ja Umbauarbeiten, weil gleich folgt der Talk mit der Julia Engelmann mit Poetry Slam. Und dieser Talk, der auf YouTube Tausende erreichte, war in der Tat ein Highlight. Übrigens auch für Julia Engelmann, die sich kurzerhand in Zürich verliebte. Ich finde es sehr, sehr schön in Zürich. Ich bin leider nur 24 Stunden hier. Aber alles, was ich gesehen habe, meistens in der Dämmerung, hat mir so gut gefallen, dass ich auf jeden Fall wiederkomme. Ja, es ist schon erstaunlich, was Karim Albasch in kürzester Zeit erreicht hat. Und es gelingt ihm immer wieder, Prominenz aus der Szene zu verpflichten. Wie das Sing Out Loud Richard Kingston Project, Journeyman Fabian Sixtus, Punkt-Herausgeber Rino Borini, der bekanntlich eine besondere Spürnase für Erfolgsgeschichten hat. Oder die Marketing-Ikone Professor Carrie Steinmann. Es ist cool gewesen, weil es ist einfach eine Inspiration, ein Input, den du so nicht erwartest. Und nicht erwartete Inputs sind gut. Ich habe es gesagt in meinem Referat, wenn du das überkommst, was du vermutest, dass es jetzt kommt, dann ist es nicht gut. Oder? Das ist vielleicht beim Essen gut, wenn man in ein Restaurant geht, aber bei einer Inspirationsveranstaltung, einem Seminar, einer Tagung, wo du etwas mitnehmen willst, was du so noch nicht gehört hast. Und das sehe ich hier, das ist lässig und voilà. So sehen das auch die Besucher. Ich finde den Querdenker-Tag super. Ich bin selbst ein Querdenker. Und die Energie einmalig. Ja. Es fällt mir sehr gut. Die Stimmung ist, wie Sie sehen, sehr gut. Alle Vorträge waren sehr inspirierend. Ich glaube, man kann dem Veranstalter Karim Albasch ein großes Kompliment machen, weil es eben eine Veranstaltung, die nicht so groß ist, aber gerade deshalb eben sehr persönlich und direkt. Also hier trägt der Moderator noch selber das Mikrofon auf die Bühne. Aber man merkt auch bei den Referenten, dass eine gewisse Kollegialität da und auch eine gewisse eben dieser Business Spirit, dieser Unternehmer Spirit, der, glaube ich, meines Erachtens genau das ausmacht, was eben diese Konferenz von diesen großen Management-Trendtragungen etc. unterscheidet. Hier sind Leute zum Anfassen da. Ich fand es einen sensationellen Tag. Für mich immer wieder spannend, selbst als Trainer, wenn ich an solche Anlässe gehe, wie ich immer wieder neue Impulse höre, obwohl ich selber Trainings gebe und viele Vorträge halte, wenn ich immer wieder sehe, okay, vielleicht muss ich einen kleinen Impuls, den ich manchmal gebe, vielleicht überdenken, denn ich bin ganz fest der Meinung, die Reise hört nie auf und das ist das Schöne, wenn man an solche Anlässe geht. Ja? Querdenken natürlich optimale Sache. Gleichgesinnte, die sich treffen, die neue Ideen entwickeln, die querdenken, die Bewusstsein schaffen für gewisse Problematiken, die wir in der Welt haben und nicht nur Bewusstsein schaffen, sondern auch direkt Lösungen anbieten. Und so konnten sich auch Start-up-Unternehmen im Messebereich präsentieren und ihre Ideen austauschen. Zwei Beispiele. Hello Ladies and Gentlemen. Ich bin Bea von LadyPlanet.ch und das sind die ominösen Lady Cups. Das ersetzt Tampon und Binden. Kann man 10 Jahre behalten, kostet 45 Franken und wir können sinnlose Abfallberge eliminieren. Rechnet eure Scheidenflora nicht mehr aus, durch das weniger Pilze und Infekt. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, dann könnt ihr mich buchen auf ladyplanet.ch. Ab 5 Ladies komme ich vorbei. Danke, tschüss zusammen. Okay, ich bin der Carlo Vanoli. Ich verkaufe hier die Celanovas. Motto ist, trink dich jung und fit, dann bleibst du so jung wie ich. Komm an den Querdenkertag und die Fantasien bleiben offen. Und was sicher viele mal probiert haben, klappt bei Karim Albasch durch Meditation. Ganz genau. In dieser Pose befand ich mich auch vor etwa 2 Jahren, als ich den ersten Querdenkertag spontan empfangen habe in der Meditation. Ich bin super happy. Wir hatten wieder sehr spannende Referenten. Wir haben ein unglaublich tolles Publikum und geniale Aussteller. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe des Querdenkertages und ich bin auch sicher, wir wecken den Querdenker in Ihnen. Beim nächsten Querdenkertag im Volkshaus Zürich.